Hohenberg-Momente, Hohenberg-Erinnerungen am heutigen Abend unseres Online-Festivals 2020, das wir ja leider zum Bleib-zu-Hause-Festival erklären mussten. Heute Abend wollen wir euch ein bisschen was erzählen über Hohenberg-Erinnerungen, Hohenberg-Momente, die uns so in den Sinn kommen, wenn wir, der Berthold Honecker und ich, an 25 Jahre hier oben auf dem Berg, der diesen Juli verwaist bleibt, zurückdenken. Berthold, deine Nummer 1 Erinnerung? Ha, da gibt es im künstlerischen Bereich etliche, es gibt aber auch solche aus dem Gastrobereich, weil wir hatten ja anfänglich ein durchaus wildes Gastro-Team unter Führung von Martin Ruck, wobei speziell der Martin uns unvergessliche Momente hier oben beschert hat. Und es wäre eigentlich eine abendfüllende Geschichte. Aber eins möchte ich noch herausgreifen, weil das wirklich eins von den schönsten Momenten eigentlich war für alle, die im Zelt und ums Zelt gearbeitet haben. Das war vor Jahr und Tag die AK Pickles Veranstaltung, wo die Mädels nach der Show verkündet haben, ja, sie wollten jetzt eigentlich noch nicht ins Hotel, man könnte doch noch ein bisschen feststellen. Und daraufhin ist im Zelt schnell umgebaut worden auf Tische und Bänke. Und dann wurde gefeiert, glaube ich, bis morgens um 4 oder 5. Ja, eher 5. Ja, also eher 5. Mich recht entsinne. Und es war auch scheint, wie man hört, ein sehr feuchtes Erlebnis. Aber alle hatten Riesenspaß, die Mädels einbegriffen. Ja, ihr seht, kurz waren wir bei der Gastronomie, dann sind wir bei einem Künstlererlebnis, allerdings nach der Show gelandet. Wir arbeiten auch heute Abend ohne Drehbuch, das soll ja hier so ein bisschen locker sein. Und wir kommen auf das eine und kommen auf das andere und garantiert vergessen wir auch viel. Aber Stoff gibt es nach 25 Jahren Hohenberg tatsächlich genug. Aber blenden wir doch mal zurück, Bertolt, wenn du dir die Szenerie hier oben auf dem Berg heute vorstellst, was war denn bei der Erstauflage so komplett anders? Bei der Erstauflage war alles komplett anders. Beginnend bei der Zeltgröße, die deutlich kleiner war als heute, bei der Zeltform, was noch oval war und nicht rund. Dann ging alles, dort wo wir heute einen Biergarten haben, war seinerzeit Zelt, Gastronomie, ja eigentlich alles. Wobei insgesamt ja die Gastronomie noch sehr überschaubar war. Es gab noch kein Wasser, es gab kein Abwasser hier oben. Wasser musste hochgefahren werden, Abwasser musste runtergefahren werden. Jede Nacht waren 2 Leute vom Bauhof bis zum bitteren Ende da, damit sie notfalls den Tankinhalt des Toilettenwagens entsorgen konnten. Und die hatten damit immer zu tun. Also das war schon ein bisschen ganz anders, ja. Professionalisierung ist, glaube ich, so ein bisschen das Stichwort. Wobei, ich glaube, das war uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir es mit der Professionalisierung nicht übertreiben wollen. So ist es. Der Hohenbergsommer steht ja schon so ein bisschen, für mich zumindest, das wird dir aber ähnlich gehen, für ein Festival mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Ich will nicht sagen familiär, wobei es schon sowas wie eine Hohenberg-Familie gibt, all dieser vielen Passbesitzer, die hier hochkommen und die man jeden Abend, jedes Jahr wieder erkennt, dann ein Jahr überhaupt nicht sieht im Stadtbild und schwupps ist Festivalzeit und sie sind auf einmal wieder da. Ja. Das ist übrigens ein Moment, der mir mächtig fehlen wird dieses Jahr. Der mir sicher abgeht. Da bin ich ganz sicher. Aber familiäre Atmosphäre, ich glaube, das ist schon das Stichwort, mit dem man den Hohenberg auch kennzeichnen können, oder? Das kann man ganz sicher so kennzeichnen, was man auch schon daran sieht, dass man unter dem Jahr, also zwischen den Hohenbergsommern, der Kontakt nie abreißen lässt. Es gibt eigentlich kaum jemanden von denen, die hier arbeiten, die man dann in der Zeit nicht sieht oder mal telefoniert, einfach mal sich erkundigt, wie geht's dem oder der. Und wo man ja auch von den Künstlern dann hört, wenn ich die Wahl habe, bei euch in der Halle zu spielen oder auf dem Berg, können wir nicht mal auf dem Berg machen. Rolf Miller ist so ein Fall. Und wo man dann auch sagt, natürlich kann man das machen, bloß bisher wusste ich nicht, dass, doch, das würden wir schon gerne machen. Ne? Ja, über die Jahre hat man tatsächlich viele Künstler, die sowohl auf dem Berg als auch in der Halle gespielt haben. Also mir fällt Helge Schneider ein, mir fällt Gianna Nannini ein, mir fällt Bab ein. Ja, Bab zum Beispiel, genau, ja, richtig. Nozzel Brass wäre so ein Beispiel und viele, viele andere. Und die Atmosphäre ist hier auf dem Berg eine sehr, sehr eigene. Das überträgt sich natürlich auch auf die abendliche Show. Das ist überhaupt keine Frage. Ich will nicht sagen, dass die Shows per se besser sind, wenn sie auf dem Berg stattfinden, aber sie sind halt anders. Sie sind anders, exakt so ist es. Ja. Und ich meine, eins meiner liebsten Beispiele ist immer der Willi Astor, der zu sagen pflegt, wäre toll, natürlich weiß ich, dass es in der Stadthalle mehr Geld gibt, weil es mehr Plätze gibt, interessiert mich nicht, wir spielen auf dem Berg. Ja, Bertolt, ich würde vorschlagen, ich werfe dir jetzt mal so ein paar Stichworte zu, zu denen mir spontan eine Geschichte einfallen würde.
Ich bin gespannt, was dir dann von dem Abend hängen geblieben ist. Manches verklärt sich ja oder verwässert so nach 25 Jahren Erinnerung. Verwirrt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage Chumbawamba. Eine der kürzesten Shows, die wir hier oben gehabt haben. Und eine, die wirklich brillant war, aber die Länge der Show nicht wirklich auf Sympathie beim Publikum gestoßen ist. Danke, also genau meine Erinnerung. Ich glaube, wir haben uns überlegt, als wir gehört haben, dass sie nach 60 Minuten die Zugabe ankündigen, ob wir beide das Gelände verlassen, aber keine Feigheit vor dem Feind. Wir sind geblieben, haben uns die Prügel des Publikums abgeholt, wobei, wenn wir jetzt ehrlich sind, ich glaube, die meisten haben gesagt, das war zwar verdammt kurz, aber sau gut. So ist es. Und die Band war ja damals unfassbar angesagt. Ja. Tube Thumper, der lief ja überall. Tube Thumping, Entschuldigung. Lief ja überall, da kam man gar nicht dran vorbei im Radio. Und es war ein riesen Glücksfall, die hier zu haben. Es war halt diese Geschichte, wie es oft bei diesen Bands passiert, egal wie viel Material sie haben, dann spielen sie im Sommer und auf den Sommerfestivals dürfen sie maximal 60 Minuten spielen. Und dann haben sie halt die 60 Minuten im Gepäck, sagt dir aber keiner vorher, ne? Ja, nächster Name, Konstantin Wecker und Hannes Wader. Zwei äußerst gegensätzliche Menschen, die sich aber in sensationeller Weise verstanden haben. Und zwar gilt es sowohl für die Arbeit auf der Bühne als auch für die Arbeit danach. Also Wecker hatte nie Spaß an dem Nachbearbeiten der Aufnahmen. Hat das alles dem Hannes überlassen und hat gesagt, Hannes, mach du mal. Und hat sich das eigentlich nur angehört, als es fertig war. Und auf der Bühne war es ganz ähnlich. Die waren so widersprüchlich oder so konträr, wie man sich nur vorstellen kann. Aber es klappte einfach alles. Und sie haben sich auf eine wundervolle Art und Weise ergänzt. Und es war sicher eines von den schönsten Momenten, die wir hier oben gehabt haben. Ganz bestimmt auch mit einer ausladenden Backstage. Party im Anschluss und einmal haben sie hier ja sogar eine CD aufgenommen. Ja, genau, doch. Ich glaube 2000 war es. Ja, weiß ich nicht mehr. Also das, um den Dreh herum. Ja. In der aktuell erschienenen Biografie von Hannes Wader wird es jedenfalls auch erwähnt. Und da genauso waren, wie der Hohenberg. Auf der CD sind ja große Teile von hier. Genau. Also zwei Drittel oder sowas ist von hier aufgenommen. Dann Gianna Nannini. Also Gianna Nannini ist eine tolle Künstlerin, die ich sehr schätze. Und gut, die Ernährungsgeschichte war nicht immer ganz einfach. Im Hochsommer rohen Lachs nicht aus Zuchtbeständen, sondern Wildlachs oder Sushi. Zu dem Zeitpunkt gab es weit und breit keinen Sushi-Laden außer in Konstanz, wo wir es dann auch geholt haben. Aber der netteste Moment war auch jetzt, weil wir 5 vor 8 immer noch keine Künstlerin da war und uns so langsam aber sicher doch diverses kochte. Und 3 vor 8 kam sie dann, Polizeiwagen vorne draus, sie hinter drein. Und das stellte sich dann raus, sie hatte sich bei der Anfahrt in einem Wohngebiet komplett verfranst und wusste nicht mehr, wo sie war. Und die Polizei kam zufälligerweise vorbei und hat ihr angeboten, sie zu lotsen, was sie gerne angenommen hat. Und dann ist sie 3 vor 8 hier aufgetaucht. Und sie ist auch bekannt dafür und wir schätzen sie auch sehr, weil die Garderobe dann anschließend gleich frei ist. 2 Minuten nach der Show sitzt sie im Auto und 5 Minuten nach der Show ist sie weg. Unter Mitnahme der Sushi-Platte. Dann natürlich unvermeidlich. 2000, geschätzt 3 oder 4, wahrscheinlich 4, ich weiß es nicht genau, Nena. Oh, das war wirklich in der Tat, das war einer der spannendsten Abende, die wir erlebt haben. Ja. Mittags haben wir erfahren, dass die Künstlerin schwerst erkältet ist und dass man nicht genau wisse, ob sie überhaupt auf die Bühne geht. Und der Michael und ich haben gesagt, die muss, der Laden ist ausverkauft, wir können nicht auf die Show verzichten, die Leute schlagen uns tot. Und, aber was machen wir? Ja, jetzt sollen wir mal abwarten, wenn sie käme. Ha, vielleicht wird sie es dann doch machen. Und sie kam und hat dann verkündet, also sie versucht es jetzt auf jeden Fall mal und hat halt große Teile des Singens dem Publikum überlassen. Die hatten auch riesen Spaß damit, das war alles kein Problem. Und es wäre alles noch gut gegangen, wenn sie nicht plötzlich in der Show verkündet hätte, sie wird hier die Anwesenden einladen zu ihrem Jubiläumskonzert nach Frankfurt. Was bis dahin auch noch nur ein kleines Problem war für den, der es gehört hat. Nicht aber für den, der, wie jetzt ihr Manager oder ihr Tourveranstalter, der auch da war an dem Abend, der wusste, dass die Veranstaltung in der Jahrhunderthalle in Frankfurt ausverkauft ist und er sich überlegt hat, wie er da jetzt noch ein paar hundert Leute einbringen soll. Ne? Am Anfang hat er gedacht, naja, da kommen vielleicht 30 oder 40 so Spinner. Dann war der Booker aber auch dabei und hat gesagt, nee, die kommen garantiert in Stückzahl. Und der lief hinter der Bühne vor den Garderobencontainern auf und hat
ich bring sie um die Hand. Und sie hat er fröhlich eingeladen und so weiter und so fort. Und es wurden ja dann tatsächlich über Radio 7 und im Grenzbund und so weiter Busse organisiert. Und die sind dann hochgefahren. Wie viele waren es? 7 Busse oder irgendwas? Also ich glaube, zwischen 500 und 600 Leuten aus Tuttlingen waren dann tatsächlich in der Jahrhunderthalle in Frankfurt bei einem Riesenkonzert über 4 Stunden hinweg mit ganz vielen Gästen. Es war ja die Jubiläumsshow von Lena, okay, mit Udo Lindenberg, mit Kim Wilde, mit Jess Jochensen, mit jeder Menge Künstlerprominenz. Und die Tuttlinger lassen sich's nicht nehmen. Wenn du denen was umsonst anbietest, dann sind sie dabei. Und es war tatsächlich auch ein unvergessliches Erlebnis. Übrigens sogar auf DVD, Doppel-DVD von diesem Abend erhältlich. Wer das als unbefangener Zuschauer anschaut, der wird sich bei jedem Schwenk ins Publikum wundern, weil da immer Fans stehen, die Transparente hochhalten. Tuttlingen grüßt Nena, Tuttlingen sagt Dankeschön, Tuttlingen, Nena, du bist die Größte und dergleichen mehr. Also es ist klasse. Das ist übrigens ein Konzert, was ich unter die Top 3 der Stimmung wegen einfach aller Konzerte hier auf dem Hohenberg einordnen würde. Wobei, ehrlicherweise, wir haben ja letztes Jahr versucht, zum 25-Jährigen mal unsere Top 10 der Hohenberg-Konzerte zusammenzustellen, die ganzen Jahre dabei waren. Keiner brachte mir eine Liste mit 10 Events, sondern es waren immer mindestens 25 drauf, weil sich keiner entscheiden konnte. Und ich habe mir die Endeskürze? So ist es. Und ich habe mir die meine vom letzten Jahr mal angeguckt, die müsste ich jetzt schon wieder umwerfen, aufgrund von den Konzerten, die wir im Jubiläumsjahr dann hatten, mit Beth Hart zum Beispiel, mit Glenn Hughes, mit Süden 2. Das waren alles wieder so fantastische Konzerte, die ich tatsächlich da reinsortieren würde. Wenn ich dich jetzt trotzdem nochmal frage, du hast deine alte Liste nicht dabei. Nein. Was wären denn die Top 3? Was sind die drei, nicht die besten, aber die dir als erste in den Sinn kommen? Boah. Mein lieber Schwan. Also das Gary Moore-Konzert wäre auf jeden Fall dabei. Weil Gary Moore war eigentlich über Jahre weg immer ein großer Fan. Dann eigentlich, weil es schon fast kriminell überfüllt war, die A-Kapitels-Geschichte nochmal. Und jetzt wird es schwierig. Ja, weil du nur noch einen Schuss frei hast. Ja, genau, das ist das Problem. Wenn ich jetzt nur 20, das wäre kein Thema. Also kommen dann 2. Naja, ich bin ja froh, wenn ich 1 zustande kriege. Wo ich jetzt sage, okay, das da ist jetzt. Ne? Also dann helfe ich dir jetzt. Ich glaube, wenn man dich über den Hohenberg so mal sprechen hört, dann fällt immer wieder ein Name. Der hat gerade 84. Geburtstag gefeiert. Ah, Chris Christopherson, richtig. Chris Christopherson. Ja, das stimmt. Ja. Das war ein bemerkenswert gutes und schönes Konzert. Ja. Schön. Gut. Bevor wir für heute Abend unsere kleine Hohenberg-Session mit einem Ausflug und so ein bisschen Hohenberg-Atmosphäre für euch zu Hause beenden, sage ich nur 2 Sätze zu einem Thema, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt. Die Hohenberg-Familie. Wovon lebt so ein Festival? So ein Festival lebt ganz, ganz maßgeblich von positiv Bekloppten. Von Menschen, die sich für dieses Festival wirklich über alle Maßen engagieren. Da gibt es die Leute, die professionell bezahlt sind und im Hintergrund arbeiten. Ob es in der Programmplanung ist mit Berthold, ob es im Marketing ist, ob es im Ticketing ist, ganz egal. Es gibt aber darüber hinaus auch die, die wirklich aus reiner Leidenschaft mitmachen, die eine Freude an dem Festival entwickelt haben über die Jahre und die ihr als Konzertbesucher meistens gar nicht wahrnehmt und oft auch gar nicht seht. Und an die alle, und es gibt viele, und ich will jetzt wirklich keine Namen nennen, eine steht hinter der Kamera, ich habe keinen Namen genannt. Da gibt es so viele Leute, und all die wollen wir beide mal ein riesiges Dankeschön sagen, weil ohne euch, und ihr wisst, wen wir meinen und wen wir jetzt ansprechen, ohne euch wäre der Hohenberg Sommer nicht das Festival, was er ist und an dem so viele Leute Land auf Land ab eine Riesenfreude haben. Also euch heute Abend ein ganz besonders großes Dankeschön und ja, wir melden uns morgen wieder. Das heißt, da sind es dann andere, da sind es nicht wir. Von uns müsst ihr euch jetzt zunächst mal erholen. Wir melden uns sicher im Laufe der Hohenberg-Tage dieses Bleib-zu-Hause-Festivals nochmal irgendwann. Das war es für heute gewesen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und schönen Abend noch euch. Tschüss.